Dann können wir anfangen. Herzlich willkommen hier im Servicehaus Vogtsberg von der Arbeiter Wohlfahrt. Schön, dass Sie da sind. Ganz herzlich willkommen, Dr. Gallium und unsere heutige Referentin, Frau Schneck. Und wünsche Ihnen gutes Zuhören und Sie werden was lernen. Das habe ich vom letzten Jahr noch gut mitbekommen. Sie kriegen wirklich neue Erkenntnisse. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich begrüße Sie ganz herzlich zum Auftakt unserer diesjährigen Vortragsreihe Streifzüge durch die Geschichte Schleswig-Holstein. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit, die vor uns liegt. Die meisten von Ihnen, die Sie hier sind, werden mich bereits kennen, aber für alle, die jetzt vielleicht heute zum ersten Mal dabei sind, will ich mich gerne kurz vorstellen. Ich heiße Nina Gallion, das haben Sie gerade schon gehört, und bin an der Abteilung für Regionalgeschichte der Christian-Albrechts-Universität tätig. Gemeinsam mit Herrn Mühlthaler und Herrn Gosch veranstalte ich die Vortragsreihe und von daher ist es mir eine große Freude, dass wir die Streifzüge nach der äußerst positiven Resonanz des letzten Jahres nun auch im neuen Jahr 2019 fortführen. An der Abteilung für Regionalgeschichte, die von Herrn Professor Dr. Oliver Auge geleitet wird, ist es uns ein wichtiges Anliegen, unsere Beschäftigung mit der Geschichte Schleswig-Holsteins nicht nur im akademischen Elfenbeinturm so ganz uns allein zu betreiben, sondern sie eben auch nach außen zu tragen. Direkt zu Ihnen, die Sie hier versammelt sind, um Sie für die Geschichte unseres Landes zu begeistern, Ihr Vorwissen auszubauen, Sie für historische Betrachtungen zu sensibilisieren und natürlich auch mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Es ist also sehr schön, es freut mich sehr, wieder hier bei Ihnen zu sein. Und wir haben auch in diesem Jahr uns wieder ein buntes Programm für Sie ausgedacht. Wenn Sie noch keinen Flyer erreicht hat, Herr Mühlthaler ist inzwischen bestens ausgestattet mit einem neuen Stapel. Da können Sie sich gerne dran bedienen. Es wird wieder wie im letzten Jahr 4 Vorträge geben, die bis April in einem fast monatlichen Rhythmus stattfinden. Heute starten wir mit dem späten Mittelalter, mit Einblicken in die Ehepolitik des Adels. Sie sehen den Titel hier schon angeschrieben. Beim nächsten Mal wird es dann um die Piraten in der Ostsee gehen, genauer um Störtebeker und die Italienbrüder. Auch das wird sehr spannend werden. Im März werde ich dann selbst die Entwicklung Schleswig-Holsteins im Dreißigjährigen Krieg, also im 17. Jahrhundert, beleuchten. Wir arbeiten uns also langsam nach vorne in der Zeit. Und Oliver Auge wird dann zum Abschluss die Bedeutung Schleswig-Holsteins im Rahmen der deutschen Geschichte in den Blick nehmen. Es sollte also für jeden Geschmack etwas geboten sein. Wie immer haben Sie nach jedem Vortrag die Gelegenheit, noch Fragen an unsere Referenten zu stellen. Das versteht sich von selbst. Und dann möchte ich vielleicht noch ein Wort dazu sagen, dass Sie jetzt hier auch eine Kamera aufgebaut sehen mit Frau Brennert hinten dran. Das hat damit zu tun, dass wir heute und voraussichtlich auch an den kommenden Vortragsabenden den offenen Kanal Kiel zu Gast haben, der die Vorträge mit einer Kamera aufzeichnen wird, sodass man sie sich alsbald auch in der Mediathek des offenen Kanals Kiel anschauen kann. Jetzt möchte ich Ihnen gerne die Referentin des heutigen Abends vorstellen, nämlich Frau Friederike Schnack, auf die Sie jetzt natürlich auch alle schon warten. Frau Schnack hat an der Christian-Albrechts-Universität und an der Universität de Fribourg, ich habe geübt, in der Schweiz die Fächer Geschichte und Germanistik studiert und war schon während ihres Studiums als studentische Hilfskraft an der Abteilung für Regionalgeschichte tätig. Nach ihrem Masterabschluss im Jahr 2014 wurde sie wissenschaftliche Mitarbeiterin in unserer Abteilung und arbeitet seitdem an einer Doktorarbeit über die Handlungsspielräume geistlicher Herrschaft im Mittelalter am Beispiel der Bischöfe von Minden. Ihr heutiger Vortrag stammt allerdings nicht aus diesem Bereich, wie Sie wohl am Titel sehen, sondern verweist auf ein anderes ihrer Forschungsfelder, zu dem sie bereits wissenschaftlich publiziert hat. Hier will ich vor allem Ihre 2016 veröffentlichte Masterarbeit, die Heiratspolitik der Welfen von 1235 bis zum Ausgang des Mittelalters, hervorheben, die 2016 mit dem Preis des Collegium Philosophicum der CAU für herausragende Abschlussarbeiten ausgezeichnet wurde.
Sie dürfen also einiges erwarten. Lieber Linke, wir freuen uns jetzt sehr auf deinen Vortrag. Verliebte, verheiratete, hochadelige Ehepolitik im spätmittelalterlichen Norddeutschland. Bitte schön. Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier in dieser Vortragsreihe mitwirken darf. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Und dann, meine Damen und Herren, soll es auch schon losgehen. Ich möchte Sie mitnehmen auf einen Streifzug ins Mittelalter, genauer gesagt ins Spätmittelalter. Es soll gehen um hochadlige Heiraten und das ist ein Thema, das auch heute noch von großem Interesse ist. Und dafür muss ich Ihnen nur einmal hier diese Titelbilder zeigen. Sie werden es alle gesehen haben, die Heiraten der Prinzen von England. Einmal rechts William und Kate Middleton 2011 und dann links Harry und Meghan Markle 2018. Aber Heiraten im Hochadel sind eben nicht nur aus England von Interesse für den Blätterwald. Man könnte auch noch weitere Beispiele anführen. Da habe ich Ihnen einmal das Folgende mitgebracht. Das ist Prinz Ernst August Junior von Hannover, der 2017 Ekaterina Malischewa geheiratet hat. Dann haben wir hier seinen Bruder Christian von Hannover und Alessandra de Osma 2018. Und auch daran werden Sie sich erinnern, ebenfalls in der Bunden, aber auch in vielen anderen Zeitschriften thematisiert, der Vater der beiden, Ernst August Senior von Hannover und Caroline von Monaco. Nun sehen Sie schon auf den ersten Blick, das alles ist nicht mittelalterlich. Das war beabsichtigt, aber es geht bei diesen Beispielen zunächst darum zu zeigen, dass auch dieser Personenkreis, dass diese Dynastie auf das Mittelalter zurückgeht, dass also der Bereich, der geografische Bereich, aus dem diese drei Herren stammen, durchaus von Interesse ist, wenn man sich das Mittelalter anschaut. Es handelt sich hier um Abkömmlinge der Welfenfamilie, das heißt um die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg und das wird in der Tat eine derjenigen Dynastien sein, mit der ich mich im Folgenden beschäftigen möchte. Also zunächst einmal, bevor wir einsteigen ins Thema zu den Eckdaten des Vortrags, zunächst einmal das Zeitliche. Es soll gehen ums Spätmittelalter und das ist der Zeitraum ca. 1250 bis 1500. Natürlich darf bei einem Blick auf die Zeit auch der Raum nicht fehlen und deswegen habe ich Ihnen hier einmal einen Kartenausschnitt von der Gegend mitgebracht, die in etwa als Norddeutschland betrachtet werden kann, also das Mittelalter. Sie sehen hier Mitteleuropa beim Tode Karls IV. Um 1378 und da können Sie schon erkennen, dass dieser ganze Bereich hier mitnichten homogen, mitnichten einheitlich ist. Wir haben hier vielmehr eine Art Flickenteppich vor uns, ein Flickenteppich aus unterschiedlichen geistlichen wie auch weltlichen Herrschaften und da müssen wir uns jetzt ein paar herausgreifen, um Beispiele für die Beschäftigung mit der Heiratspolitik zu haben. Zunächst einmal können Sie hier erkennen, dass es in dieser Farbgebung eher so Richtung bläulich-lila, das sind alles die geistlichen Herrschaften, die fallen für uns raus, weil es dort eben Bischöfe gibt, die dürfen nicht heiraten. Dann haben wir hier eine ganze Reihe von Grafschaften, das sind die, die in weiß dargestellt sind, aber hier einmal auch in grün. Worum soll es jetzt gehen? Ich habe einige Dynastien ausgewählt, zunächst, weil die einfach sehr viel Material bieten. Sie haben es aus der Masterarbeit vielleicht schon gehört, die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg, die auch hier verschiedene Teilfürstentümer haben, die werden wir uns anschauen. Dann natürlich den Blick nach nördlich der Elbe richten, also die Grafen von Holstein. Man muss strengerweise sagen, die Grafen von Holstein-Schauenburg, denn dieser kleine Bereich hier unten an der Weser, der wird ebenfalls von dieser Grafendynastie mit regiert. Ferner werden wir einen Blick in diese Region legen, das Herzogtum Sachsen-Lauenburg. Ich hoffe, Sie können das einigermaßen erkennen. Auch das wird Teil des Vortrags sein in einigen Bereichen. Und wir werden hin und wieder einen Seitenblick riskieren auf die Herren, später Herzöge von Mecklenburg und die Herzöge von Pommern. Vorab, bevor wir das machen, bevor wir uns dann einzelne Beispiele nach Themenfeldern geordnet herauspicken, muss ich leider noch einen kleinen Illusionsbruch anbringen. Denn die romantische Liebe als Heiratsgrund, so wie man es aus dem Blätterwald kennt, aus der Gegenwart, was eigentlich der Standard geworden ist, das ist leider für das Mittelalter noch nicht fruchtbar zu machen. Wir müssen da davon ausgehen, dass die Liebe als Heiratsgrund aufgrund der romantischen Bewegung erst ab dem 18. und 19. Jahrhundert aufgekommen ist. Und deswegen müssen wir uns vorab vor dem Vortrag fragen, aus welchen Gründen man denn nun geheiratet hat im Mittelalter, wenn nicht aus Liebe. Ich denke, Sie haben da vielleicht schon einige kleine Vermutungen, einige erste Ideen, wie man diese Frage beantworten kann.
lassen Sie uns das zurückstellen. Wir kommen darauf am Ende des Vortrags nochmal zurück und werden uns zunächst einigen Untersuchungsfragen zuwenden, die auch gleichzeitig die Gliederung des Vortrags darstellen. Zuerst werden wir uns anschauen, wer denn überhaupt wen heiratete, also die Frage nach den Dynastien und ihren bevorzugten Heiratspartnern. Da wird es auch darum gehen, wie das innerhalb der Standesgrenzen gewesen ist, heiratet man eventuell auch mal über Grenzen hinweg. Ferner wird gefragt werden, welche Kosten mit einer Ehe einhergingen. Und das meint jetzt nicht die heutzutage sehr drängende Frage, wer eine Hochzeit bezahlt, wie teuer das Fest wird, sondern es geht hier um ein System, das adlige Heiratsgabensystem heißt, was auch die Mitgift beinhaltet, die Widerlage. Da werden wir uns exemplarisch mal anschauen, welche Gelder dort fließen, welche Güter übertragen werden und wie das Ganze geregelt wird. Beim Thema Vereinbarungen, Verträge, Regelungen, da kommen wir zum dritten Punkt, nämlich dazu, dass auch andere Vereinbarungen, Bundesverträge beispielsweise, an Eheschließung geknüpft sein konnten. Auch das werden wir uns an Beispielen angucken. Und obwohl ich eben die Hochzeitsfeiern bei der Frage nach dem Geld ein bisschen brüst beiseite geschoben habe, soll auch das Thema sein. Wir werden schauen, wie es in Norddeutschland mit den Feiern bei Fürsten ausgesehen hat, auch bei Grafen zumindest gucken, ob wir da eventuell etwas herausfinden können aus den Quellen. Und zu guter Letzt möchte ich natürlich nicht schließen, ohne einen Blick auf das Eheleben zumindest zu richten, zu versuchen, dass wir also mal gucken können, wie es, wenn es die Liebe als Heiratsgrund schon nicht gegeben hat, wie es dann nach der Hochzeit eventuell ausgesehen hat. Natürlich stellt sich hierbei die Frage, wie wir überhaupt an diese Fragen herangehen können. Das heißt, woher wir die Informationen haben, um diese Fragen zu beantworten. Das bringt mich zu einem kleinen Blick auf die Quellen, also zu einem kleinen Blick darauf, wie diese Informationen überhaupt auf uns gekommen sind. Woher wissen wir also von den Heiraten des Hochadels im Mittelalter? Da muss man einige verschiedene Quellenarten aufzählen. Zunächst einmal kann man von genealogischen Quellen sprechen, das heißt Aufzeichnungen über eine Familie, über bestimmte Vertreter der Familie und dann eben auch über die Heiraten. Ich habe Ihnen hier einmal ein Beispiel mitgebracht. Es wird auch gleich eine Vergrößerung geben. Das ist eine Seite aus einer mittelalterlichen Handschrift, in der hier in kleinen kreisrunden Porträtmedaillons einzelne Männer aus der Familie der Welfen aufgelistet worden sind, jeweils mit Namen und teilweise noch mit einigen weiteren Attributen. Daraus kann man ein Beispiel herausgreifen, indem es dieses hier, das ist Herzog Otto I. von Braunschweig-Lüneburg, der 1235 wieder den Herzogstitel erlangen konnte. Und da sehen Sie, wie so ein Medaillon aufgebaut ist. Es gibt hier das Porträt und dann fängt hier oben der Schriftzug an, einmal rumzulaufen. Und dabei fällt Ihnen auf, dass hier oben der Schreiber über den Rand hinausgeschrieben hat. Das ist nicht bei allen Medaillons so. Das macht man nur, wenn es wirklich wichtig ist. Und in diesem Fall handelt es sich um eine Information, die um eine Ehe geht. Das Ganze ist Latein. Ich werde das einmal kurz drehen, dann gucken wir auch mal kurz auf den Text. Sie können auf jeden Fall schon sehen, dass sowas immer mit dem Namen des Protagonisten anfängt. Also Otto in dem Fall, O-T-T-O, das haben Sie hier. Und wenn ich das jetzt einmal drehe, dann geht es um den Textteil, der hier vorne anfängt, also hier einmal so rumläuft. Sie werden vielleicht erkennen können, dass es hier losgeht, DE, SP, dann haben wir hier oben einen Strich, das ist meistens eine Kürzung, also ein N oder ein M. Also Despo, Despon, in dem Fall ein N, Desponsar, hier oben hängt ein T, da fehlt dann auch was, Desponsata. Das heißt auf Latein, also auf Deutsch würde das heißen, jemand hat geheiratet. Da wissen wir schon, okay, jetzt kommt eine Information zu ihr. Die Frage ist, wer hat geheiratet? Das haben wir hier, Filiam Suam, also seine Tochter. Das heißt, wir wissen jetzt hier, von diesem Herrn wird jetzt eine Ehe von seiner Tochter in diesem Porträtmedaillon reformiert. Und wenn sowas passiert, dann muss das was Herausragendes sein. Denn eigentlich geht es in diesem Porträtmedaillon um keinen anderen als um Otto den Ersten. Wir finden auch weitere Informationen hier. Der Name der Dame soll Helena sein. Da muss ich leider schon sagen, da lag der Chronist falsch. Die heißt eigentlich Elisabeth. Wir werden sie später auch noch kennenlernen. Aber der Bräutigam ist entscheidend. Hier, vielleicht können Sie es sehen, Wilhelmo, also Wilhelm. Und der Titel dieses Mannes wird später auch noch aufgelistet. Der ist dann hier zu sehen. Dabei handelt es sich um den König des Römisch-Deutschen Reiches und den Grafen von Holland. Ich habe Ihnen das einmal hier noch einmal aufgelistet.
listet, wie das Ganze heißen soll. Die Buchstaben in Klammern sind diejenigen, die gekürzt sind, die wir uns also denken müssen. Hier ist diese Tochter Filiam Suam, dann der Name und dann hier Wilhelmo, also Wilhelm, das ist der Königstitel. Rex Regi ist immer der König und hier dann Comiti Hollandia ist der Graf von Holland. Diese Ehe war also so bedeutend, dass sie Eingang fand in einen solchen Porträtmedaillon. Wir werden zu dem Brautpaar nachher noch zurückkehren, wir werden es in seiner Hochzeitsnacht begleiten. Aber zunächst geht es noch einmal kurz um weitere Quellen, von denen wir über die Ehen Bescheid wissen. Neben Chroniken, neben Genealogien, neben Stammbäumen sind das vor allen Dingen diese, nämlich Urkunden. Das sind diejenigen Quellen, mit denen die Heiratsverträge festgehalten worden sind. Das sind auch zwei Heiratsverträge aus dem Niedersächsischen Landesarchiv in Hannover. Und damit wurden die finanziellen Gegebenheiten einer Ehe geregelt, aber auch bündnispolitische Dinge oder weiteres. Damit möchte ich nun zu meiner ersten Frage kommen, nämlich wer heiratete wen? Zu Anfang vielleicht ein kleiner Hinweis zu einem Begriff. Ich werde im Folgenden mehrfach den Begriff des Connubiums verwenden. Das meint die Gesamtheit der Heiratsbeziehungen einer Dynastie, also alle Ehen, die da für eine Familie geschlossen worden sind. Sie haben eben schon ein wenig was zu den Ständen gehört, zu den Ständen im Hochadel. Das möchte ich einmal noch ganz kurz ausführen. Es gibt den Stand der Könige, das ist quasi der höchste. Dahinter kommen die Fürsten, und dann folgen die Grafen und es gibt natürlich noch unter dem Grafenstand, die dann aber entsprechend niederrangiger sind. Stammtafeln zu einzelnen Dynastien kann man nun nach solchen Standeskriterien bei Ehepartnern auszählen und das ist das, was gemacht worden ist für die folgenden Daten. Zunächst schauen wir uns also die Herzöge von Sachsen-Lauenburg an in den Jahren 1295-96 bis 1689. Das sind Daten, die von Oliver Auge einmal in einem Aufsatz erhoben worden sind. Wir haben 12 Generationen von Sachsen-Lauenburgern vor uns. 72 Ehen wurden geschlossen, davon ungefähr gleich viel von Frauen und Männern, 33 von Männern, 39 von Frauen. Und da stellt sich die Frage, wie ist das Ganze verteilt gewesen? Sie können hier sehen, dass ganze 4 Ehen mit königlichen Abkömmlingen geschlossen worden sind, also ein sehr geringer Prozentsatz, etwas mehr als 5%. Genauso bei Ehen, die unter dem Grafenstand waren, außerordentlich niederrangig, auch die sind nicht besonders häufig. Der ganz klare Fokus lag also hier auf den fürstlichen Ehen, also auf den Ehen, die im eigenen Stand geschlossen worden sind. Da haben sie knapp 60% dieser ganzen Heiraten, die dort geschlossen worden sind. Aber es gibt auch eine relativ große Gruppe von Ehen, die etwas unterhalb des eigenen Standes mit Abkömmlingen von Grafen- und Herrendynastien eingegangen worden sind. Insgesamt kann man also sagen, dass die Herzöge von Sachsen-Lauenburg vorzugsweise im eigenen Stand heirateten. Da allerdings, auch wenn wir wieder darauf zurückgriffen, vor allen Dingen für die Frauen, dass dann auch niederrangigere Ehen eingegangen worden sind. Der Schwerpunkt liegt also ganz eindeutig im Fürstenstand und das kann man auch insgesamt für die Zeit bis zum Erlöschen der Dynastie im 17. Jahrhundert so sagen. Wenn wir uns als weiteres Beispiel die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg anschauen, dann sieht das dort im Wesentlichen ähnlich aus. Wir gehen jetzt nicht ganz so lang in der Zeit, wie es eben bei den Sachsen-Lauenburgern der Fall war, nur bis ca. 1500, dort allerdings schon 92 Ehen finden. Allerdings ist es mit den Generationen ein bisschen schwierig, weil im Haus Braunschweig-Lüneburg verschiedene Landesteilungen aufgetreten sind. Das heißt, man hatte verschiedene Teildynastien, Häuser nennt man die auch, und dort fanden dann diese Ehen statt. Wie sahen die Zahlen jetzt aus? Wir können sehen, dass es eindeutig weniger königliche Ehen schon gibt. Eine davon ist diejenige, von der Sie eben gehört haben, die dort im Porträtmedaillon auch erwähnt worden ist. Bei den fürstlichen Ehen haben wir in diesem Fall, bei dieser Dynastie auch einen Schwerpunkt, wenngleich nicht so ganz mit einer derart hohen Prozentzahl wie bei den Sachsen-Lauenburgern, das ist etwas geringer. Aber wir können sagen, dass der Anteil der gräflichen Ehen noch einmal höher ist, also in etwa 40%. Das ist dann schon eine kleine Änderung gegenüber den Sachsen-Lauenburgern. Der Bereich hier fällt wieder hinten runter, zahlenmäßig, der ist dann fast unbedeutend. Bei den Welfen muss man also sagen, dass man auch hier versuchte, im Fürstlichen, im eigenen Stand zu heiraten, dass man aber bei Bedarf, und der Bedarf war offenbar sehr groß, gerade für die Damen der Familie, dass man da dann eben auf Ehepartner zurückgriff, für die niederen Standes waren, also niederrangiger als der eigene Stand,
und dass man dort eben versuchte, offenbar, wir kommen zu den Kosten, nachher noch Geld zu sparen. Allerdings muss man diese Zahlen differenziert sehen, da es eben diese Landesteilung gab, die ich eben schon gesprochen habe. Man wird für einzelne Linien, für einzelne Häuser wiederum unterschiedliche Angaben finden. Das relativ kleine Teil Fürstentum Göttingen beispielsweise, was kaum finanzielle Ressourcen hatte, auch sehr klein war. Dort ist der Schwerpunkt auf dem gräflichen Stand dann noch etwas höher. Das heißt, wir haben hier definitiv einen Zusammenhang von Finanzen und Stand bei den jeweiligen Eheschließungen. Wenn wir uns nun zum Vergleich einmal einen Seitenblick nach Mecklenburg und Pommern leisten, dann werden Sie jetzt vieles wiedererkennen, was Sie eben schon gesehen haben. Bei den Herzögen von Mecklenburg, zunächst auch Herren, die Standeserhöhung erfolgte im 14. Jahrhundert, können wir sagen, dass trotz der Tatsache, dass sich diese Familie zunächst im Stand der Grafen und Herren bewegte, hier ein Schwerpunkt auf den fürstlichen Ehen festmachen lässt, auch runde 60%. Wir haben gleichzeitig einen Anteil von knapp 30% im Grafenstand, also alles Zahlen, die in etwa in dieselbe Richtung weisen für den Norden des Reiches. Bei den Pommernherzögen ist das wiederum ähnlich. Sie können auch hier sehen, über 60%, fast 70 sogar bei den fürstlichen Ehen, aber gleichzeitig ein sehr wichtiger Anteil dann auch bei den Ehen, die im Grafen- und Herrenstand geschlossen wurden. Wenn wir uns einen Sonderfall anschauen, dann richten wir den Blick auf die Dynastie, die in Holstein ansässig war, also auf das Haus Holstein-Schauenburg. Hier muss man differenzieren, und zwar danach, dass das Haus Holstein-Schauenburg 1326 zunächst zeitweise, später dann dauerhaft die Herzogswürde von Schleswig erlangt hat, also eine Standeserhöhung auch mitgemacht hat. Und da kann man nach Oliver Auge ganz klar differenzieren, was die Zahlen angeht. Sie sehen hier einmal das Konnubium vor 1326, dort nach 1326. Und da kann man für die Zeit vor diesem Erlangen des Herzogstitels erkennen, dass die fürstlichen Ehen nur knapp 30% ausmachten, während die gräflichen Ehen den Schwerpunkt bildeten. Und eine Änderung tritt dann ein nach 1326 mit rund 60% fürstlichen Ehen, 40% gräflichen Ehen. Das heißt, da verschiebt sich etwas durch die Erhöhung des eigenen Standes. Insgesamt gesehen kann man also sagen, dass im Norden des Reiches dann doch der Vorrang zwar bei den fürstlichen Ehen lag, aber die Grafenfamilien doch eine sehr wichtige Rolle spielten in der Heiratspolitik. Nun ist es so, dass beim Fürstenstand immer differenziert werden muss. Fürst ist nach Peter Moraw nicht gleich Fürst. Der Reichsfürstenstand ist in sich nicht homogen, der ist sehr unterschiedlich geprägt. Es gibt dort Dynastien, die eher hochrangig waren, auch mehr finanzielle Ressourcen hatten und andere. Es waren vor allen Dingen die aus dem Norden des Reiches, Braunschweig-Lüneburg, etwa Sachsen-Lauenburg, die muss man eher am unteren Rand einordnen. Da sind die finanziellen Ressourcen beispielsweise auch nicht so groß und das Prestige ebenso nicht. Insofern stellt sich natürlich die Frage, wo jetzt die ganzen Ehepartner herkamen, die hier als Zahleneingang in die Statistik gefunden haben. Dazu habe ich hier noch einmal die Karte des Norden des Reiches im 14. Jahrhundert mitgebracht. Und wenn wir uns die anschauen, dann kann man festmachen, dass die Herzöge von Sachsen-Lauenburg vor allen Dingen in der Region heirateten. Man hat viele Verbindungen etwa mit Braunschweig-Lüneburg, aber auch Holstein. Das heißt, man geht nicht so richtig weit in andere Gebiete, zumal zumindest für das Mittelalter nicht. Nach dem Spätmittelalter, nach der sogenannten Reichsverdichtung am Ausgang des Mittelalters und vor allen Dingen mit der Reformation weitet sich dieser Prospekt der Heiraten dann letztlich aus, auch geografisch. Ehen werden über größere Distanzen angebahnt, beispielsweise mit den Häusern Hessen, Württemberg, Pfalz, sogar mit Toskana, Gonzaga und Baden. Bei den Welfen sieht das Ganze ein klein wenig anders aus, da eben dieses große Herrschaftsgebiet, was auch hier unten noch zu finden ist, doch sehr weit nach Süden reicht, entsprechend auch Verbindungen in die Mitte des Reiches hat. Man heiratet also vor allen Dingen auch im Bereich von Hessen nach Brandenburg, aber auch in den Norden nach Mecklenburg, Pommern, Sachsen-Lauenburg und vor allen Dingen hier mit den Schauenburgern und in andere umliegende Grafschaften. Bei Mecklenburg und Pommern ist das Bild so ähnlich wie bei Sachsen-Lauenburg. Die Ehen sind vor allen Dingen auch im Norden des Reiches angesiedelt. Bei den königlichen Ehen von Pommern muss man sagen, dass die in Richtung England und in Richtung Polen gewiesen haben.
die anderen königlichen Ehen vorrangig etablieren, den skandinavischen Bereich, gerade was die Grafen von Holstein angeht. Insgesamt gesehen kann man also für diesen Punkt sagen, dass die Dynastien im Norden des spätmittelalterlichen Reiches vorrangig untereinander heirateten. Dass es vor allen Dingen auch im mittleren bis niedrigen sozialständischen Bereich alles angesiedelt war und dass königliche Ehen eher als Ausreißer gewertet werden mussten. Vorrangig waren es nordische Königshäuser, die hinsichtlich ihres Prestiges dann auch nicht ganz vergleichbar waren mit der jeweiligen Königsdynastie im Reich, sodass man sagen kann, man hat fürstlich, aber auch manchmal gräflich und bleibt gewissermaßen eher in seinem eigenen Stand. Der Stand und die Frage danach, ob man den eventuell erhöhen konnte mit Heiraten, ob man niederrangiger heiratete, das ist eine Frage, die den zweiten Untersuchungsaspekt beleuchtet. Hier soll es gehen um die Kosten, die mit einer Ehe einhergehen. Sie werden das für die Gegenwart wissen, Steuerklassen, Gütertrennung, Erbregelungen für den Fall eines Todes eines Partners. Das sind alles wichtige Fragen, die auch heute noch in Testamenten beispielsweise geregelt werden, in Eheverträgen, in anderen Fragen, die Heiraten betreffen. Und im Mittelalter war das ganz genauso. Was aber hier vor allen Dingen für die Anbahnung einer Ehe sehr wichtig war, war die Frage nach der Mitgift. Deswegen habe ich hier einmal ein Schema vorbereitet, mit dem wir uns das adlige Heiratsgabensystem anschauen können. Nehmen wir einmal an, dass wir hier ein Paar vor uns haben. Die charmante Dame möchte diesen Ritter heiraten. Dann gibt es verschiedene Dinge, die dann erstmal von beiden Familien betrachtet werden müssen. Laut Ehevertrag ist es so, dass zunächst Güter von Seiten der Familie der Frau an die Familie des Mannes überwiesen werden müssen. Das ist in der Regel die Mitgift, auch sogenannte Heimsteuer, und Sie sehen das schon hier an dem Symbol, das ist Bargeld. Hier muss man größere Mengen an Bargeld, was im Mittelalter nicht so ganz so leicht zu akquirieren und auch nicht so ganz so leicht zu transportieren, zusammenzubekommen war, das muss man dann meist mit Wagen, mit der Kraft teilweise an einen anderen Hof bringen. Das ist eine große Summe, die dann vor dem Beginn der Ehe anfällt. Ferner ist hier zu nennen die sogenannte Heimfertigung. Auch das habe ich hier einmal versucht, symbolisch darzustellen. Das ist Geschmeide, das sind Ausstattungsgegenstände, das können auch Kleider sein. Das ist ganz vielfältig, auf jeden Fall etwas, was die Braut dann mitführt an den Hof ihres Ehemannes. Nun bleibt das Ganze aber nicht ohne Gegenleistung, die gibt es schon, die sieht aber etwas anders aus als im Falle der Mitgift. Zunächst einmal geht es ganz wichtig um die Widerlegung. Da geht es darum, dass die Ehefrau natürlich auch, falls sie ihren Mann überleben sollte, und das ist im Mittelalter sehr häufig, weil meist die Frauen jünger sind als die Ehemänner, da geht es darum, dass sie also für das Witwendasein abgesichert ist. Und das heißt, der große Betrag der Mitgift, der muss irgendwie gesichert werden, der muss irgendwie festgelegt werden. Und da man keine Bankkonten kennt und auch keine anderen Anleihen oder ähnliches, macht man das über die Widerlegung. Das heißt, die Familie des Ehemannes wählt eine Burg oder ein Schloss aus und gibt diese Burg an die Ehefrau. Die wird dann verschrieben, das Ganze geht vertraglich. Und dabei ist es so, dass solche Burgen ja auch noch wirtschaftliche Bereiche haben, die werfen also Einnahmen ab. Das heißt, aus den Einnahmen eines solchen Gutes kann dann die Ehefrau ihren Lebensunterhalt auch bestreiten. Was hinzukommt, ist die sogenannte Morgengabe. Sie sehen das hier, da geht es jetzt wieder um Geld. Die Morgengabe ist oft in Bar zu entrichten, manchmal aber auch als zusätzliches Gütergeschenk oder ähnliches. Das ist eine Gabe, die am Morgen nach der Hochzeit, also nach dem Vollzug der Ehe anfällt, und die kommt dann quasi zur Widerlegung noch hinzu. Sie können also sehen, das Ganze ist recht komplex, da muss man viel aushandeln, man muss erstmal gucken, wie hoch ist überhaupt die Mitgift, daran bemisst sich nämlich auch die Widerlegung, das ist alles gleich hoch. Da muss geguckt werden, welche Schlösser sind gerade frei, wo kann was verschrieben werden, das ist meistens nicht besonders einfach und da gibt es dann manchmal auch Schwierigkeiten. Deswegen auf die Frage danach, ob dieses adlige Heiratsgabensystem genauso, wie Sie es jetzt hier als Modell gesehen haben, ja, durchgeführt worden ist, kann man ganz klar sagen, nein. Es gibt da eine ganze Reihe von Schwierigkeiten, die dann da auftreten können. Beispielsweise ging das dann dahin, dass die Mitgiften so hoch waren, dass sie erst mehrere Jahrzehnte nach dem Tod der Braut abbezahlt worden sind. Aber dazu gleich einige Beispiele. Kurz noch einen Blick auf die Summen. Ich habe jetzt hier das Geld eher symbolisch dargestellt. Es wird nachher auch um Währungen gehen.
Da vielleicht die Erläuterung, dass für Fürstentöchter durchaus 10.000 bis 30.000 Gulden anfallen konnten als Mitgift, je nach Partie, die gemacht wurde. Für Grafentöchter dann weniger als die Hälfte davon, nur noch rund 4.350 Gulden. Das sind alles Zahlen, die Karl-Heinz Spies erhoben hat. Solche Mitgiftbeträge wurden teilweise aus Steuern eingefordert, also Fräuleinsteuer ist dort ein Begriff, der vor allen Dingen in Mecklenburg unter anderem, aber auch in anderen Bereichen angewandt wurde. Manchmal waren Prozesse über die Zahlung der Mitgift auch noch Jahrzehnte, wie eben gesagt, nach dem Tod der Braut anhängig. Wenn ich nun Währungen nenne, wie eben, aber es auch gleich wieder tun werde, ist die Schwierigkeit, dass Währungen im Mittelalter sehr schwer umzurechnen sind. Das heißt, Sie fragen sich vielleicht, was ist denn jetzt ein Gulden in Euro? Das kann man nur sehr schwer sagen, da es solche Tabellen eben auch nicht gibt. Der Gulden änderte auch seinen Wert. Man kann das aber sich teilweise über Vergleiche erschließen. Und zwar könnte man sagen, dass im 15. Jahrhundert in manchen Gegenden die Einkünfte im Jahr eines durchschnittlichen Mehrpersonenhaushalts bei ca. 60 bis 80 Gulden gelegen haben. Und da sind 10.000 bis 30.000 Gulden bloß als Mitgift für eine Ehefrau natürlich schon entsprechend. Zu den Mitgifthöhen muss man sagen, dass im Norden des Reiches aber eher die Beträge in der Mitte bis am unteren Ende dieser Spanne, die ich gerade eben genannt habe, gelegen haben. Nun war eben schon die Frage, ob alles so funktionierte, wie hier eben dargestellt, auf die man ganz klar mit Nein antworten muss. Und deswegen habe ich Ihnen hier einmal ein erstes Beispiel mitgebracht. Im Jahr 1288 heiratete Otto II. Von Braunschweig-Lüneburg, den sehen Sie hier links im Bild, Mechthild von Bayern. Das war eine sehr hochrangige Heirat, eine sehr gute Partie, denn diese Mechthild war die Tochter von König von Ludwig II. Von Bayern, ferner die Schwester des späteren römisch-deutschen Königs Ludwig IV. Und die Enkelin des damaligen Königs Rudolf von Habsburg. Nun ist die Frage von Braunschweig-Lüneburg nach Bayern sehr weit, in damaliger Zeit umso mehr. Es gibt ja keine Züge beispielsweise, keine E-Mails. Insofern ist die Frage, wie wird eine solche Ehe überhaupt angebahnt? Und das war ganz einfach, man schrieb einen Brief. 1287 wandte sich Otto II. An Ludwig II. Von Bayern und fragte da nach der Hand von einer von Ludwigs Töchtern. Ein Name wurde gar nicht genannt, er wusste offenbar, dass es dort mehrere Töchter gab und da sollte eine ausgewählt werden. Das machte dann der Vater und der Grund dafür, dass sich der spätere Ehemann Otto II. Überhaupt nach Bayern gewandt hatte, der lag darin, dass diese Familien eigentlich seit einigen Jahrzehnten miteinander verfeindet waren. Vom Sturzheimrecht des Löwen, das ist ein Vorfahre von Otto II., hatten die Wittelsbacher, also die bayerische Fürstendynastie, immens profitiert. Sie hatten das Herzogtum Bayern übernehmen können und so war diese Ehe von beiden Seiten offenbar unter anderem zur Versöhnung dieser beiden Dynastien gedacht. Es musste aber, bevor es dann überhaupt zur Zahlung der Mitgift kommen konnte, zunächst einmal ein Dispens erwirkt werden. Dazu komme ich später noch. Das ist eine päpstliche Heiratserlaubnis für den Fall, dass die Partner etwas eng miteinander verwandt sind. Das war in diesem Fall der Fall. Aber dieser Dispens, der wurde erlangt, und zwar mit Hilfe des Großvaters der Braut, also König Rudolf von Habsburg. Für Otto überwogen in diesem Fall offenbar die politischen Vorteile, die finanziellen Gewinne dieser Ehe. Genauer gesagt war das eher ein Verlustgeschäft wirtschaftlich gesehen, denn er musste Schloss und Stadt Lüneburg, also immerhin den Hauptort seines Teilfürstentums, über mehrere Jahre und mit weiteren Besitzungen für 4.000 Kölner Mark, die jährlich ausgeschüttet werden sollten, an die Ehefrau, an Mechthild übergeben. Im Fall einer Verwitwung war eine Einmalzahlung an Mechthild in Höhe von sogar 12.000 Kölner Mark, also wirklich viel für jene Zeit, vorgesehen. Die Mitgift dagegen, die sollte nur 6.000 Mark betragen. Das ist rechnerisch ein bisschen schwierig. Eigentlich muss die genauso hoch sein wie das, was der Ehemann leistet. Man müsste also von 12.000 Mark ausgehen. Entweder haben wir hier ein Überlieferungsproblem vor uns, oder aber Otto hat einfach sich ein bisschen über den Tisch ziehen lassen. Das kann auch vorgekommen sein. Also eventuell war es wirklich eine extrem ungünstige Vereinbarung für Otto, eben wegen jener großen politischen Vorteile, die diese Hochzeit für ihn barg. Bei der Mitgift, egal wie hoch sie nun gewesen ist, war es ganz generell so, dass die Abzahlung nicht wie vereinbart mit der Hochzeit startete, sondern erst ab 1292 und dann auch nur kleckerweise. Am Beginn des 14. Jahrhunderts, möglicherweise sogar erst 1351, war das Ganze noch nicht abbezahlt. Also Otto II. Musste sehr lange auf sein Geld warten.
Die Verpfändung des eigenen Hauptsitzes, also des eigenen Stammbruch, die funktionierte aber auch in umgekehrter Weise. Davon waren auch die Grafen von Holstein-Schaumburg betroffen. Hier haben wir einmal das Beispiel des Johann von Braunschweig in Lüneburg, das ist der Vater von Otto II. Der heiratete 1265 Liutgard von Holstein-Schaumburg, also eine Grafentochter aus dem Bereich nördlich der Elbe. Und dafür mussten die Grafen auf längere Zeit die Burg Schaumburg, die liegt in Niedersachsen, in diesem anderen Landesteil, die kann man auch noch genauso sehen, wenn man dort vorbeifährt, die wurde auch für mehrere Jahre verpfändet an den Ehemann. Wenn wir einmal nochmal zurückkehren zu Otto II., den Sie ja eben schon kennengelernt haben, dann können wir an seiner Person noch einige andere interessante finanzielle Zusammenhänge, aber auch finanzielle Probleme deutlich machen. Otto II. Bahnte im Jahr 1307 eine Ehe an für seinen gleichnamigen Sohn, Otto III., mit wiederum eine Mechthild. Sie sehen schon, die Welfen haben eine Vorliebe für Ottos und Mechthilds, also eine Ehe für Otto III. Und Mechthild von Mecklenburg. Mechthild war die Tochter von Heinrich II. Von Mecklenburg, der zu jener Zeit unter dem Stand der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg rangierte, der war nur im Stand der Grafen von und Hermann. Im Ehevertrag finden wir aber folgende Formulierung über die Mitgifte, die in diesem Zusammenhang besonders spannend ist. In Mitte Niederdeutsch geschrieben, wenn ich einmal paraphrasiere, geht es darum, dass wir, also Otto I., die Mitgift, den Medegift seiner Tochter zu ihm, also Heinrich II., Laten, überlassen haben. Und zwar in folgender Höhe, dass er ihr mitgebe, wie er sie lieb habe. Daraus konnte Heinrich dann einen großen Betrag ableiten. Er hatte sogar im Gegenteil die Freiheit zu sagen, er gibt da einfach keinen Gulden, keine Mark, also gar nichts. Es gibt in der Tat keine Belege dafür, dass der Vater hier eine Mitgift gezahlt hätte. Also ist diese Heirat für Otto II. Dann doch auch ein Verlustgeschäft, finanziell zumindest. Und man kann daran festmachen, dass Standesgrenzen, immerhin war der Welfe, der Rangeshöhere, dass solche Standesgrenzen und reale Handlungsspielräume im Norden des Reiches im Spätmittelalter mitunter verschwimmen und ineinander greifen konnten. Neben dieser teuren Ehe hatte Otto II. Noch ein ganz anderes Problem, was ebenfalls in diesen Bereich hineinragt. Seine Schwester, das ist wieder eine Mechthild, das ist jetzt schon die dritte, Sie sehen, da ist wirklich eine Vorliebe da. Seine Schwester Mechthild hatte 1291 den Fürsten Heinrich I. von Werne geheiratet. Diese Ehe währte aber nur 3 Wochen, denn nach diesen gut 3 Wochen ist Heinrich I. von seinen Söhnen aus erster Ehe umgebracht worden. Sie fürchteten also wahrscheinlich, dass die neue Ehefrau da finanziell etwas abgreifen könne. Mechthild blieb dann auch nach diesem Tod ihres Ehemannes finanziell unversorgt, da ihr die Stiefsöhne natürlich die ganzen Gelder, die im Falle einer Verwitwung vorgesehen gewesen waren, vorenthielten. Was machte man in einem solchen Fall? Sie trat als Nonne in das Kloster Wienhausen ein, war immerhin auf diese Art versorgt und fortan entspann sich eine Auseinandersetzung zwischen Otto II., ihrem Bruder, und dem Fürsten von Werle, und zwar dahingehend, dass Otto versuchte, da offenbar Sühne zu erreichen für dieses Ereignis und auch versuchte, einen Teil der Gelder dann zurückzubekommen. Dabei, und das ist interessant, musste er sich mit demjenigen Vertreter der Fürsten von Werle auseinandersetzen, der gleichzeitig gegen diese beiden Söhne, die den Vater umgebracht hatten, dieselbe vorging. Also da war auch noch ein Verwandtschaftskrieg im Spiel. Und aus diesen Vereinbarungen zwischen Otto II. Und in dem Fall Fürst Nikolaus II. Von Werle entstand wiederum eine Ehe für eine Tochter von Otto II. Mit eben jenem Nikolaus. Man kann also sehen, beim Heiraten geht es oft ums Geld. Nicht immer, es geht auch immer um viele andere Dinge, beispielsweise um Friedensschlüsse, so wie bei diesem Beispiel, was ich eben angerissen habe. Insofern steht natürlich die dritte Frage im Raum, welche Vereinbarungen noch neben den finanziellen an eine Ehe geknüpft sein konnten. Friedensschlüsse, das haben wir eben schon gehört, das war immer wichtig. Sie konnten teilweise auch, also teilweise konnten diese Ehen auch den innerdynastischen Zusammenhalt zwischen einzelnen Häusern einer Dynastie dann zementieren, beispielsweise dann, wenn wie bei den Welfen, aber teilweise auch bei Holstein-Schaumburg, wenn dort verschiedene Häuser existierten und man versuchte, diese ganze Dynastie irgendwie nochmal über Heiraten zusammenzubringen. Daneben haben wir Bündnisverträge. Das ist ein Punkt, der sich besonders gut untersuchen lässt an einem Konflikt, der weite Teile der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts in Anspruch nahm.
und zwar das Beispiel des Lüneburger Erbfolgekriegs. Ich habe Ihnen hier noch einmal die Karte, die Sie jetzt schon kennengelernt haben, einmal mitgebracht. Worum ging es in diesem Konflikt ab Mitte des 14. Jahrhunderts? Diese Dynastie der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg hatte 1267-69 eine erste Landesteilung erwirkt. Das heißt, dort hatte man das ganze Land geteilt in den Bereich Lüneburg und in den Bereich Braunschweig. Eine feste Grenze kann man gar nicht so genau ziehen. Das ging immer nach Einkünften, nach einzelnen Orten. Und das große Problem, das sich dann Mitte des 14. Jahrhunderts stellte, das war, dass die Lüneburger Linie 1369 ausstarb. Es entspann sich fortan ein Streit zwischen den Herzögen von Braunschweig, die gab es ja noch, und zwischen den Herzögen von Sachsen-Wittenberg, das war aber eine andere Dynastie, das waren die Askanier. Man versuchte also, diesen Lüneburger Erbteil auf jeden Fall bei den Welfen zu halten, die Askanier versuchten ihn für sich zu gewinnen. Und dieser Konflikt involvierte über mehrere Jahre einen ganzen Großteil dieser Dynastien in diesem Bereich. Auch die geistlichen Fürsten waren dabei. Für die Welfen bedeutete das, dass dieser Konflikt insofern zur Heiratspolitik genutzt wurde, für die Heiratspolitik wichtig war, als man versuchte, über Ehen Bündnispartner für die Dynastie zu gewinnen. Hierbei kommt dieser Herr ins Spiel, das ist der Magnus II. Von Braunschweig-Lüneburg, der einen Großteil dieses Konfliktes dann auch bestreiten musste. Er verheiratete seine Tochter Sophie mit Erich IV. Von Sachsen-Lauenburg, also mit dieser einem Abkömmling dieser Dynastie, die Sie vorhin im Grün auf der Karte gesehen haben, dort an der Elbe. Bei diesem Bündnis, also bei dieser Heirat, war es so, dass im Rahmen der Heirat verschiedene Verpfändungen vereinbart wurden. Also Erich erhielt Verpfändungen, Erich erhielt Güter. Und die Grundlage dafür war, dass er im Gegenzug versprechen musste, einen Beistand zu leisten für seinen Schwiegervater, also Magnus II., in dessen Kämpfen im Lüneburger Erbfolgekrieg beizustehen. Das funktionierte im vorliegenden Fall auch. Man hatte über diese Ehe einen Bündnispartner gewonnen, aber das klappte eben auch nicht in allen Fällen, in denen so etwas probiert wurde. Bei Magnus II. Gibt es da ein Beispiel, wo so etwas ganz grandios schief lief, denn eine weitere Tochter von Magnus II., in dem Fall war das Agnes, der hatte mehrere Kinder, darauf komme ich später noch. Agnes also wurde mit Albrecht von Rubenhagen verheiratet, das ist ein weiterer Welfe, allerdings aus einer anderen Teildynastie. Und da war es so, dass Albrecht nur wenige Tage nach dem Tod von Magnus II. Überlief zu dessen Gegner, also dort die Familie dann auch im Stich ließ und ein solches Bündnis, wie es über eine Heirat geschaffen worden war, dann eben auch nicht funktionierte. Ein weiterer Punkt, in der an Vereinbarung einer Ehe geknüpft sein konnte, waren Erbregelungen. Sie haben eben schon gehört, dass der Lüneburger Erbfolgekrieg eben wegen eines solchen Erbfalls entstanden ist. Da war es aber so, dass die gesamte Dynastie jetzt nicht ganz unvorbereitet in diese Lage gekommen war. Man hatte das Erlöschen des alten Hauses Lüneburg durchaus irgendwie absehen können und deswegen auch da einige Vorkehrungen getroffen, die auch die Heiratspolitik tangierten. Zunächst einmal war es so gewesen, dass Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg, dessen Tod letztlich diesen Krieg ausgelöst hatte, dass der mehrere Ehen geschlossen hatte, unter anderem mit einer Dame aus dem Haus Sachsen-Lauenburg, dass aber aus diesen Ehen kein Nachkomme entstanden war. Insofern versuchte er mit der Ehe seiner Tochter Mechtild, das ist wiederum eine andere Mechtild, diese Erbfrage irgendwie zu klären. Und das funktionierte so, dass er einfach einen Abkömmling des Hauses Braunschweig, das ja nicht in die Gefahr lief, dort auszusterben, dass er also diese Mechtild mit einem Braunschweiger verheiratete. Es war ein Bruder von Magnus II., den sie eben schon kennengelernt hatte. Und dann verfügte, dass die Lüneburger Linie, das Haus Lüneburg, also an das Haus Braunschweig fallen sollte. Geplant war also eine Wiedervereinigung des Teilfürstentums Lüneburg mit dem Teilfürstentums Braunschweig. Es wurde aber gleichzeitig geregelt, was passieren sollte, falls dieser Bräutigam, falls also dieser Ludwig ebenfalls ohne Erben versterben sollte. Genau das trat ein. Ludwig verschied vor seinem eigenen Schwiegervater und ohne männliche Erben. Und in diesem Fall war es so, dass Magnus II., den Sie auch schon als einen der Hauptprotagonisten dieses Krieges kennengelernt haben, dann als Erbe behandelt werden sollte, dass er Mechtild zwar nicht heiratete, aber gleichwohl diesen Krieg dann führte. Mechtild, das ist der Zusatz zu diesem Fall,
heiratete wahrscheinlich zur finanziellen, also zur wirtschaftlichen Absicherung einen Grafen aus dem Haus Holstein-Schauenburg, also einen Nachbarn von nördlich der Elbe. Mitunter, und das ist ein weiterer Aspekt, der in Ehen geregelt werden konnte, der über Eheverträge geregelt werden konnte, wurden auch weitere Heiraten beschlossen, dass man dort also Absichtserklärungen formulierte. Und neben diesen großen politischen Vereinbarungen traf man noch einige weitere Regelungen, die ich Ihnen hier einmal gezeigt habe, beispielsweise den Heiratstermin. Das war vor allen Dingen dann wichtig, wenn Ehen sehr lange im Vorfeld arrangiert worden sind. Beispielsweise werden auch Ehen von Kindern vereinbart, das sind dann die Verlobten erst wenige Jahre und in einem solchen Fall muss man dann durchaus nachjustieren. Manchmal platzten solche Nachverhandlungen auch, dafür gibt es ebenfalls ein Beispiel aus diesem Raum des Nordens des spätmittelalterlichen Reiches, auch aus der Welfendynastie, denn Heinrich I. von Rubenhagen, der sollte Agnes von Wettin heiraten. Bei dieser Verlobung, deswegen habe ich sie als Beispiel ausgewählt, ist dies insofern besonders, als Heinrich I. beim Abschluss der Verlobung noch gar nicht geboren war. Es hieß nur, dass ein Sohn seines Vaters, der Vater hat auch noch gar nicht geheiratet, das kam dazu, der wollte, aber der hatte halt noch nicht, dass also ein Sohn dieses Vaters mit Agnes von Wettin irgendwann einmal verheiratet werden sollte. Agnes von Wettin, das als Randnotiz war zu dem Zeitpunkt 2. Man musste also ein bisschen nachjustieren nach 10, 12 Jahren, das tat man dann, allerdings hatten sich die Konstellationen geändert. Es war wahrscheinlich von Anfang an Heinrich vorgesehen worden als Ehemann, aber sein Bruder hatte dann, da war eine Verlobung gelöst worden, deswegen war anscheinend sein Bruder dann der als Ehemann ins Auge gefasst worden und das ging Heinrich offenbar gegen den Strich. Es heißt in Chroniken, dass Heinrich einfach zu den Wettinern gekommen sei, dass er die Agnes einfach mitgenommen und geheiratet habe und dann das Ganze auf seine Weise geregelt habe. Man kann es letztlich nicht so ganz mehr nachvollziehen, ob das in der Wahrheit entspricht. Auf jeden Fall ist entscheidend Heiratstermin, Termine für die Mitgiftszahlungen, das sind alles Punkte, die dann auch immer geregelt werden müssen, wenn es ans Heiraten geht. Daneben haben Sie hier den Begriff des Dispens noch einmal aufgeführt, davon haben Sie schon gehört, das ist die päpstliche Heiratserlaubnis für den Fall, dass die Partner ein bisschen nah miteinander verwandt sind. Vorsicht aber vor einem Irrtum, im Mittelalter ist es nicht so, dass Cousins Cousinen heiraten. Das ist dann rechtlich, kirchenrechtlich auch verboten, da sind die Grenzen noch etwas strikter. Der dritte Verwandtschaftsgrad, der ist dann entscheidend. Das Cousins-Cousinen-Heiraten ist tatsächlich ein Phänomen, was eher in der frühen Neuzeit dann aufkommt. Aber bei der Frage des Dispens ist immer zu beachten, also was vereinbart wird, ist, wer erwirbt den Dispens, wie schnell soll das gehen, also wie schnell kann geheiratet werden, wer trägt die Kosten. Dafür musste nämlich immerhin ein Bote in Richtung Papst geschickt werden oder zu einem päpstlichen Legaten. Das war nicht ganz unaufwendig und insofern musste auch so etwas geregelt werden. Nach der Reformation, das als kleiner Ausblick, haben wir immer noch die Frage, welcher Konfession dann die Ehepartner angehören sollen, was mit den Kindern ist, wie die erzogen werden sollen. Das sind alles Fragen, die dann auch behandelt werden sollen. Nach diesem dritten Punkt möchte ich nun zu etwas kommen, was das Ganze, was jetzt fernab dieser vertraglichen Regelung stattfand, nämlich die Frage nach der Hochzeitsfeier. Wir werden uns dann jetzt angucken im Laufe der nächsten Folien einmal, wie diese Hochzeitsfeiern im Norden des Reiches möglicherweise ausgesehen haben, was wir da eventuell aus den Quellen heraus destillieren können. Ganz grundsätzlich muss man sagen, dass solche Feiern eine sehr hohe Bedeutung für die beiden Dynastien, die beteiligt waren, hatten. Das waren in hohem Maße repräsentative Feste. Man konnte dort den eigenen Rang gegenüber den Standesgenossen, also gegenüber den Gästen, aber eben auch gegenüber den Untergebenen darstellen. Festbeschreibungen haben uns vielfach ab dem 15. Jahrhundert, sind uns ab der Mitte des 15. Jahrhunderts erhalten. Es ist davon die Rede, dass im Reich meist große, genau geplante Feiern mit 4.000 bis 6.000 Gästen stattgefunden haben, beispielsweise in Mühlen, Urach ist zu nennen, Landshut, Amberg, dass es dort Feiern gegeben hat mit exaktem Ablauf. Und da ist es leider so, dass im Norden das Ganze möglicherweise etwas kleiner ausgesehen hat und vor allem, dass solche Beschreibungen fehlen. Wir können aber trotzdem aus einigen Quellen einige sehr interessante, wie ich finde, Beispiele herausfinden. Und zwar beispielsweise hier aus dem Jahr 1307. Ich habe Ihnen hier einen Ausschnitt aus der Mecklenburgischen Rheinchronik des Ernst von Kirchberg mitgebracht.
Das Ganze ist mittelhochdeutsch und behandelt die Eheschließung von Otto III. Von Lüneburg mit Mechthild von Mecklenburg. Dieses Paar haben Sie schon kennengelernt. Das sind die beiden, wo der Vater der Braut mitlieben soll, wie er sie lieb habe. Also die Frage, wo die Mitgift dann einfach auch bei Null stehen kann. Hier heißt es, dass es einen großen Hof zu Sternberg, also zu Sternberg, gegeben habe, ein Ort in Mecklenburg. Und da paraphrasiere ich einmal, als man nach Gottes Geburt geschrieben hat, 1310 Jahre, gab von Mecklenburg Heinrich der Milde, das ist ein Namenszusatz, seine Tochter Mechthild, Otto von Lüneburg, dem Herzog. Wie lief diese ganze Hochzeit ab? Es ist die Rede hiervon, da kamen zu dem Hofe, also zu dem Fest gar, von manchen Landen Leute, Fürsten, Grafen, schöne Frauen, Ritter, Knechte, edle Barone. Diese alle, die empfing er, also Heinrich, tugendlich und der Hof verlief fürstlich, also wirklich fürstlich, wirklich groß, wirklich feierlich. Nun wissen wir immer noch nicht aus diesem Beispiel, was dort tatsächlich passiert ist. Wir wissen allerdings, dass dieser Hof offenbar, diese Feier offenbar auf Kosten des Brautvaters dann stattgefunden hat, der auch in den Nutzen, also diese repräsentative Selbstdarstellung für seine Familie, gewinnen konnte. Wenn wir einmal etwas weiter schauen, nämlich in das Jahr 1322 oder in die 1330er Jahre, so genau kann man das nicht sagen, dann können wir aus der Ehe des Ernst von Braunschweig-Bubenhagen mit Agnes von Eberstein, das ist eine Grafendynastie ebenfalls Norden bis Mitte des Reiches, erkennen, dass bei der Hochzeitsfeier es folgendermaßen ausgesehen hat. Es wurde das Beilager, also diese ganze Feier im Rahmen derer dann auch symbolisch das Beilager als Bildnis für den Vollzug der Ehe stattgefunden hat. Es wurde also das Beilager zu Einbeck gehalten und dahin kamen viele Grafen und Ritter und nicht wenig Junker. Und auf dem Tutzeranger, das ist ein Gelände in Einbeck, dort habe man sich, wie es hier heißt, mit Rennen, Stechen und Brechen weidlich und ritterlich getummelt. Das Ganze ist synonym für den Ablauf eines Turniers. Man hat dort also ein ritterliches Turnier veranstaltet, entsprechend mit den ganzen Gästen. Manchmal war auch der Bräutigam selbst dabei bei diesem Turnier. Das heißt, da hat man schon einen Hinweis darauf, dass da jetzt mehr als bloß die beiden Familien zusammengekommen sind, dass es dort eben auch ein sehr großes Event, könnte man sagen, neudeutsch gegeben hat. Aber es gibt noch weitere Beispiele und da möchte ich zu einem Paar zurückkehren, was Sie jetzt auch schon kennengelernt haben, und zwar gleich am Anfang des Vortrags. Hier geht es um Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg und König Wilhelm von Holland. Das sind die beiden, die in dem Porträtmedaillon am Anfang erwähnt worden sind. Auch dort wissen wir, wie die Hochzeit stattgefunden hat, und zwar aus der braunschweigischen Rheinchronik, die für das 13. und 14. Jahrhundert welfische Geschichte erzählt. Hier heißt es, dass nach Gottes Geburt, so sagt man, 1252 Jahre, der hohe Fürst zu Braunschweig gegeben hat, seine liebe, schöne Tochter, König Wilhelm von Holland. König Wilhelm von Holland wurde, so die Chronik, auch mehr genannt, der deutschen König. Also hier schon ein Hinweis auf den Stand des Ehemannes, dass der tatsächlich auch in der Chronik dann erwähnt wird. Die Hochzeit fand am St. Paulustag statt und man kann auch erkennen, wie reich sie getan war mit übergroßer Ehre, das wird hier auch erwähnt. Und zwar erkennen wir hier, dass Fürsten, Herren, Frauen, die man dort anschauen mochte, und Zitat, Mengerlei, Wunnensbild und andere kurze Wiede viel, dass es so etwas gegeben habe. Also, dass es eben ganz viele Wonnen, ganz viele Freude, ganz viele verschiedene Ereignisse während dieser Hochzeit und vor allen Dingen kurze Wiede gegeben hat. Das heißt, da wurden auch verschiedene abwechslungsreiche Dinge dann präsentiert. Wie das genau ausgesehen hat, das ist leider schade für den Norden des Reiches, das wissen wir hierfür leider nicht. Dafür muss man dann ein bisschen nach Süden blicken, nach Umburach, Amberg, Landshut beispielsweise, wo Festbeschreibungen auch tatsächlich noch schon viel größer überliefert sind. Was wir aber erkennen können, ich sagte schon, wir begleiten dieses Paar in die Hochzeitsnacht, das ist ein Ereignis, was beinahe tragisch geendet wäre. Nämlich das Folgende, es heißt hier ebenfalls wenige Verse später in der braunschweigischen Rheinchronik, dass das Folgende passiert sei, als die Braut im Bett lag bei dem König Wilhelm, so begann zu brennen des herzogischen Palast, also der Bau in Braunschweig, die Burg in Braunschweig,
fing an zu brennen, und zwar alles auch, was dazu gebaut war. Auch die Kemenate. Kemenate ist das Frauenzimmer, also alles, wo die Damen untergebracht sind. Das alles fing an zu brennen, und was geschah dann? Die Braut konnte ihren lieben Gast, das sehen Sie hier, den König kaum aus dem Feuer bringen, da ihn die Fremde, also der fremde Mord, unkundig machte. Also er kannte sich in diesem Palast nicht aus, er war also angewiesen auf die Hilfe seiner Ehefrau, die ihn dann aus dem Feuer geführt hat. Das ist ein Ereignis, was nicht nur in dieser Chronik überliefert ist, sondern auch beispielsweise noch in den Annales Erfurtenses, also in den Annalen von Erfurt. Das ist nun leider auf Latein, aber ich paraphrasiere es Ihnen ganz kurz. Wir gewinnen hier die Erkenntnis, dass durch eine Kerze, Candele, durch eine Kerze, dieser Brand entstanden ist. Und zwar wurde die Caminata, also die Kemenate, da erkennen Sie den Begriff noch, die wurde in Brand gesetzt, fuit incensa, und vieles ist dabei verbrannt, unter anderem der Ornat des Königs ist verbrannt, aber Sponsus cum sponsa, der Ehemann und die Ehefrau, die konnten mit Hilfe von Gott, Domino Auxiliante, quasi nudi, fast nackt, kaum dem Feuer entkommen, weil sie sind gerade noch rausgekommen. Die Braut hat dem Bräutigam also dann das Leben noch gerettet in diesem Fall. Aber wie sah denn das Ganze nach einigen Jahren Ehe aus? Ich komme damit zum fünften Punkt meines Vortrags, nämlich der Frage nach den Schlüssen auf das Eheleben. Kann man da eventuell was herausfinden? Weiß man da überhaupt was? Was kann man da sagen? Nicht immer viel. Man kann aber ein bisschen was festmachen, beispielsweise an diesem Punkt. Wenn wir uns Herzog Magnus II. Von Braunschweig-Lüneburg anschauen, dann hatte der in seiner Ehe mit Katharina von Anhalt ganze 11 Kinder. Ein weiterer Herzog toppt das Ganze noch, Herzog Heinrich I. von Braunschweig-Grubenhagen. Das ist derjenige, der seine Frau, die für ihn zuerst vorgesehen war, da war er noch gar nicht geboren, dann war sie nicht mehr vorgesehen, der sie dann einfach geheiratet hat. Das hat offenbar funktioniert. Die beiden sollen nach Chroniken und Genealogien ganze 16 Kinder gehabt haben. Es ging aber auch andersrum. Nämlich so, 1414 hat die Grafentochter Schonetta von Nassau, das ist ebenfalls eine Dynastie, die so im nördlichen Reichsteil ansässig war, Otto von Braunschweig-Grubenhagen geheiratet. Sie sehen hier eine Grabplatte, die Schonetta zeigt. Diese Ehe endete mit einer Trennung nach 7 Jahren. Scheiden lassen konnte man sich in der damaligen Zeit nicht, das sah das Kirchenrecht nicht vor. Aber das funktionierte dann einfach so, dass beide Partner auf unterschiedlichen Burgen lebten und sich dann aus dem Wege gingen. Aus dieser Ehe gingen keine Kinder hervor. Schonetta war aber wahrscheinlich bei Abschluss der Ehe auch schon Mitte 30 bis Anfang 40. Was passierte danach? Nach dieser Trennung, es war dann so, dass Otto, also der Ehemann, eine Fehde anstrengte gegen den Bischof von Hildesheim. In den Schutz dieses Bischofs hatte sich Schonetta gestellt, um dann irgendwie ihre Güter auch behaupten zu können. Otto versuchte dann, diese Leibzuchtsgüter zurückzuerobern. Wahrscheinlich können wir hier auch finanzielle Motive für den Abschluss dieser Ehe erkennen. Es gab aber auch andere Beispiele, wo das Ganze nicht nur über die Kinderzahl sich erschließen lässt, wo wir dann noch etwas andere Schlüsse ziehen können. Beispielsweise im vorliegenden Fall. Das ist die 1402 geschlossene Ehe von Kurfürst Friedrich I. von Sachsen mit Katharina von Braunschweig-Lüneburg. 6 Kinder, Sie sehen das Paar hier auf einem Gemälde aus dem 19. Jahrhundert, also nicht zeitgenössisch. Das Ganze war dann als ein Gemälde, was in der Albrechtsburg zu sehen ist. Hierbei ist interessant, dass Katharina bei Anbahnung der Ehe erst 7 war, teilweise wahrscheinlich mit dem Ehemann auch erzogen wurde, und dass diese Ehefrau eben als ihr Ehemann 1425-26 in den Hussitenkriegen in Gefangenschaft geraten war, dass diese Ehefrau Katharina in der Zeit in der Heimat eigenständig ein neues Heer aufgestellt hat von 20.000 Bewaffneten. Das konnte den Krieg auch nicht mehr ändern, aber sie hat dort offenbar Anteil an den Amtsgeschäften gehabt. Und ganz generell ist es so, dass die Ehepartner sich vor der Heirat wahrscheinlich eher weniger kannten, dass es kaum oder auch keine persönliche Bekanntschaft zwischen den beiden gegeben hat. Und das Ganze wird sehr deutlich, wenn man sich Eheschließungen anguckt, die über einen noch weiteren, größeren geografischen Rahmen stattgefunden haben, als es jetzt bei den hier vorgestellten Paaren bislang der Fall gewesen ist. Dazu noch einen Blick auf Eheschließungen, die besonders interessant sind wegen der großen Distanzen. Sie sehen hier 2 verschiedene Herrschaftsbereiche. Den Bereich kennen Sie schon, das ist Braunschweig-Lüneburg. Man müsste eigentlich
Holstein-Schauenburg noch mit hinzusetzen. Das ist nämlich eine zweite Ehe, die da andockt. Das sehen Sie gleich. Hier unten erkennen Sie die Markgrafschaft Montferrat in der Gegend um Genua. Hier unten haben wir schon das Mittelmeer und dort geht es zum italienischen Stiefel. Zwischen diesen beiden Gebieten wurde eine Ehe angebahnt, und zwar 1266 von Albrecht I. von Braunschweig mit der Markgrafentochter Alessina, auch Adelheid genannt, von Montferrat. Das war ein sehr illustrer Prozess, bis diese Ehe in Gang kam, denn die Heiratsverhandlungen fanden statt am französischen Königshof in Saint-Germain. Heiratsvermittler war kein geringerer als der englische König, ein Verwandter des Herzogs von Braunschweig. Der Grund, wieso der jetzt in Saint-Germain war, war allerdings nicht, dass es da um die Ehe ging, sondern es war vorrangig so, dass dort innenpolitische englische Probleme gelöst werden sollten. Und so fand die Heirat dann auch in England statt, nämlich in Kenilworth, wo der englische König zu jener Zeit im Rahmen eines Aufstands seine Widersacher belagerte. Albrecht reiste also nach England, traf dort möglicherweise, also höchstwahrscheinlich, Alessina zum ersten Mal und führte sie dann mit in sein Herrschaftsgebiet nach Braunschweig. Nachdem Albrecht verstorben war, blieb Alessina in der Gegend, kehrte nicht nach England zurück, auch nicht nach Montferrat, sondern sie heiratete einen Grafen von Holstein-Schaumburg und sorgte dementsprechend dafür, dass sie finanziell versorgt wurde in der Gegend, in der sie auch schon über mehrere Jahrzehnte dann später gelebt hatte. Diese Ehe ist deswegen sehr spannend, weil über die Kontakte zwischen Braunschweig und Montferrat offenbar eine Beziehung in den Mittelmeerraum gegründet wurde, einer noch über weitere Distanz geschlossenen Heirat führte. Die Rede ist von dieser Ehe. 1318 heiratete Adelheid von Bubenhagen, nach der Heirat umbenannt in Irene. Das ist in Byzanz immer der Fall, dass die Ehefrauen dort umbenannt werden. Andronikos von Byzanz, der später als Andronikos III. Kaiser von Byzanz werden sollte. Da hat man natürlich noch viel größere Distanzen, da werden sich die Ehepartner überhaupt nicht gekannt haben. Die Frage ist hier viel eher, wie schafft es jetzt eine vergleichsweise kleine Dynastie im Norden des Reiches, da eine Tochter an den Kaiser hochzubringen und dann noch mit dem späteren Kaiser zu vermählen. Der Grund dafür ist wahrscheinlich die Markgrafschaft Montferrat. Da fand ein Dynastiewechsel statt, da Byzantiner in Montferrat in die Herrschaft eingetreten sind und man wohl über die Kontakte in den Mittelmeerraum von Braunschweig aus dann irgendwann auch nach Byzanz gekommen ist und dementsprechend diese Ehe angebracht wurde. Ein völlig anderes Beispiel, was aber auch in diesem Kontext genannt werden muss, ist die folgende Ehe, die vorletzte in meinem Vortrag, nämlich die Heirat von Heinrich II. Von Bubenhagen mit Helisia oder auch Heilwig von Ibelin. Diese wurde um 1330 auf Zypern geschlossen. Sie erkennen vielleicht schon am Ort, das ist ein bisschen besonders, eigentlich heiraten die ja immer in der Gegend, in ihrem Herrschaftsbereich. Damit verhielt es sich so, dass Heinrich II. Zunächst mal auf einer Pilgerreise ins Heilige Land bei Andronikos vorbeigekommen war, quasi von dem erste Geleitbücher mitbekommen hatte, dann ins Heilige Land gereist war, dort heilige Stätten, auch das Katharinenkloster besucht hatte und der Rückweg, der führte ihn dann nach Zypern. Auf Zypern dann plötzlich diese Eheschließung mit einer Dame, die aus einem eigentlich in der Gegend in Braunschweig sehr unbekannten Geschlecht stammte, was einige Forscher dazu hat hinreißen lassen, anzunehmen, dass es eventuell doch, man weiß es leider nicht, eine Liebesheirat gewesen sein könnte. Auf jeden Fall war dieses Geschäft nicht einträglich, finanziell jedenfalls nicht. Heinrich II. Musste später seinen Herrschaftsbereich abtreten, hatte offenbar nicht mehr genügend finanzielle Ressourcen. Seine Abkömmlinge konnten dann keine Herrschaft in Braunschweig mehr übernehmen, sondern mussten zu den Verwandten im Mittelmeerraum abwandern. Ich möchte aber bei all diesen Beispielen, bei denen Sie nun zugegebenermaßen nicht viele Porträts gesehen haben, auch nicht viele detaillierte Schlüsse teilweise gesehen haben, zu einem Beispiel kommen, was da in jeglicher Hinsicht herausragend ist. Und zwar zu einer Persönlichkeit, die sehr gerne Briefe schrieb, von der auch einige Briefe überliefert sind. Es handelt sich um Albrecht Achilles, den Kurfürst von Brandenburg. Wir machen also einen kleinen Abstecher, einen kleinen Blick auf das Kurfürstentum Brandenburg. Sie sehen das Paar hier vor sich, Albrecht Achilles und Anna von Sachsen. Die beiden heirateten, nachdem Albrecht bereits eine andere Ehe eingegangen hatte. Und zwar war er ab 1446 mit Margarete von Baden verheiratet gewesen. Diese Ehe hatte 6 Kinder hervorgebracht. Die Ehe mit Anna von Sachsen brachte dann ganze 13 Kinder hervor.
Interessant ist in diesem Zusammenhang der Briefwechsel des Paares vom Winter 1474 bis Sommer 1475. Albrecht weilte in jener Zeit nicht an seinem Hofe, wollte aber dennoch in Kontakt mit seiner Ehefrau und mit der Familie bleiben und schrieb deswegen sehr regelmäßig, Sie werden das sehen, das geht da teilweise Schlag auf Schlag, in die Heimat und Anna revanchierte sich, indem sie ebenfalls Briefe schrieb bzw. teilweise auch Dinge dorthin schickte. Dann habe ich hier einmal einen Brief aufgelistet. Sie werden gleich sehen, Albrecht nach Rindes, das ist der erste von zwei Briefen, schreibt am Anfang eigentlich Dinge, die Sie erwarten werden, und nachher outet er sich so ein bisschen als Liebhaber von auch obszöneren Scherzen. Aber wir schauen mal rein. Also, er schreibt zuerst 1474, Dezember 26, also Weihnachten, da schreibt er, liebe Anne, als du uns geschrieben hast, wie du und unsere Kinder frisch und gesund seid, da sind wir erfreut, und als du uns wünschst, glückselige Überwindung, das seien wir dir dankbar. Also ganz grundsätzlich einfach Segenswünsche, man freut sich, dass es dem anderen gut geht. Die Kinder, zu dem Zeitpunkt haben die auch schon 11, die sind wirklich ein Faktor, der immer wieder erwähnt wird. Es ist wichtig, dass es den Kindern gut geht. Dann geht es hier oben eigentlich weiter in dem Kontext, wenn Sie den Satz sich hier angucken. Auch hier diesen Wunsch hier. Und dann geht es hier um Vögel, die er gegessen hat. Da hat sein Ehefreund offenbar Vögel gesandt, die hat er jetzt auch alle aufgegessen. Auch das wird erwähnt. Und dann wird es interessanter. Er schreibt dann, wir wollen dir den Pfeffer sparen bis heim. Das heißt, kommt noch ein paar Mal weiter, dieser Begriff, das heißt genau das, was Sie jetzt denken. Also, wir wollen dir den Pfeffer sparen bis heim, wird dir der Hintern, also das Hinterteil groß, so ist das besser. Jetzt geht es hier noch so ein bisschen weiter, er schreibt hier noch ein bisschen mehr über alles, was er so genießen möchte, über alles, was er so für körperliche Vorlieben hat bei seiner Frau. Hier geht es darum, dass das mit Dürre nicht so besonders gut sei. Gleichzeitig werden hier auch die Jungfrauen genannt. Das ist das Gefolge der Fürstin. Man muss sich das so vorstellen, dass die Fürstin in der Regel in der Kemenate nie alleine lebte. Die hatte immer ein Gefolge von manchmal 10, 20, je nachdem, Jungfrauen oder jüngeren Frauen, die dann auch alle dabei waren. Das waren Adelstöchter, Gräfin. Die waren mit den Fürsten dann auch in der einen oder anderen Form bekannt. Die werden also ebenfalls bedacht. Die werden auch teilweise gegrüßt in den Briefen, hier jetzt nicht, dass er mit dem jungen Albrecht pfeffern möge. Also es gibt hier wirklich Passagen, in denen Albrecht Achilles ganz offen über sein Genital spricht. Wenn Sie auf den zweiten Brief einmal schauen, dann ist das einer, der wenige Tage später verfasst worden ist, Anfang Januar 1475. Da sehen Sie dasselbe Muster. Der schreibt also, zunächst einmal, dass er sich freut, dass es der Ehefrau und auch den Kindern gut geht. Er freut sich, also er ist guter Hoffnung, dass er jetzt bald wieder, dass er auch gesund ist. Und er schreibt jetzt hier wieder, der Begriff des Pfefferns, der kommt auch wieder vor, es sei ihm ein beschwert, dass er dich, also die Ehefrau und die Jungfrauen heute nicht gepfeffert habe. Und er hätte dann auch Sorge, dass das jetzt auch einfach nicht gut sei, wenn das so weitergehe. Und am Schluss haben wir dann noch einen weiteren Aufforderung, dass seine Ehefrau essen möge und sich glücklich tun möge, damit eben hier der Unterleger, wahrscheinlich das Hinterteil, auch groß bleibe. Das heißt, Sie erkennen, hier schreibt der Ehemann dann auch ganz dezidiert, was er so für körperliche Vorlieben bei der Ehefrau hat. Wir können also sehen, dass auch solche Fragestellungen Einzug hielten in solch eine Ehe. 11 Kinder hat das Paar zu jenem Zeitpunkt schon. Und dass es hier eben auch persönliche Formen des Umgangs gab, die dann eben auch individuell waren. Insgesamt gesehen, und damit möchte ich zum Schluss kommen, kann man also sagen, dass der Hochadel durchaus mehrere Gründe hatte, uns zu heiraten. Also die Eingangsfrage, die ich hier einmal abschließend wieder aufnehme, aus welchen Gründen heiratete der Hochadel im Mittelalter? Wir haben gesehen, dass es vielfach um Geld ging. Es ging um die Mitgift, es ging um die Widerlegung und das waren alles Aspekte, die sehr zentral geregelt worden sind in den Eheverträgen. Ferner ging es natürlich auch um Macht, Stichwort Bündnisverträge, Friedensvereinbarungen, Erbregelungen, das waren alles Aspekte, die Dynastie insgesamt betrafen, den Umgang mit dem eigenen Herrschaftsgebiet und die Frage, wie dort eventuell fürstliche oder auch gräfliche Handlungsspielräume erweitert werden konnten.
Das Prestige, also die Darstellung der eigenen Macht, war ebenfalls ein wichtiger Faktor, nämlich dann, wenn es um die Hochzeitsfeiern ging, wenn es darum ging, den eigenen Status und auch die eigene Finanzkraft dann in einem pompösen Fest deutlich zu machen. Daneben, das war immer immanent, deswegen war es bisher auch noch nicht angeklungen, in den Verträgen gar nicht groß genannt, ging es immer um den Erhalt der Dynastie. Denn eine Ehe sollte natürlich auch dazu dienen, dann eben die entsprechenden Nachkommen zu zeugen. Das war immens wichtig, damit eben die Dynastie fortgeführt werden konnte. Am besten ging es dann um einen männlichen Erben. Natürlich die Frage nach der Liebe, die ist am Anfang gestellt worden. Wie war es damit? Wir können es letztlich nicht so genau sagen. Sie haben mit Albrecht Achilles vielleicht einen kleinen Einblick darin gehabt, bekommen, welche Sachen dort möglich waren, wie Ehepartner miteinander umgingen. Aber insgesamt gesehen unterscheidet sich diese Form der Heirat im Buch Adel des Mittelalters natürlich schon sehr von den Beispielen, die Sie ganz am Anfang des Vortrags aus dem heutigen Blätterwald gesehen haben. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auch noch über Fragen. Bitte schön. Der letzte Brief, den Sie uns gezeigt haben, die Bemerkung mit den Jungfrauen und dem Pfeffer, bedeutet das, dass er seiner Frau gegenüber hier offen zugibt, dass er dann nebenbei noch Affären mit diesen Jungfrauen pflegt? Das ist eine interessante Frage. Wir können dafür vielleicht noch einen Brief zurückgehen. Hier, da gibt es einen Aspekt, wir wollen dich mit dem jungen Albrecht, also dann meint er seine Frau, und da spricht er halt von dem jungen Albrecht, nennt er immer sein Genital. Also da geht es um diese Art des Pfefferns, in Anführungszeichen, und dann hier und die Jungfrauen mit der Rute. Also in dem Fall gibt es da offenbar schon einen Unterschied, man könnte dafür auch sagen, vielleicht auch einen Klaps auf den Hintern, das könnte es auch sein beispielsweise. Es heißt dann ja auch hier, Pfeffer die Jungfrauen von unser legen, also eine Anweisung an deine Frau, wahrscheinlich war das dann vielleicht doch so ein bisschen ein Klaps. Man kann es letztlich nicht so genau sagen. Es geht manchmal auch darum, dass er schreibt, grüße die Dame so und so, mit der ich neulich mal da und da Kontakt hatte. Da weiß man auch immer nicht so ganz genau. Also es kann natürlich sein, aber es gibt hier schon, gerade wenn man sich das hier anguckt, dieser Satz hier, wo differenziert wird zwischen der Ehefrau und den Damen im Gefolge, wird es wahrscheinlich einen Unterschied gegeben haben. Hm. Ja, und da haben wir jetzt nur die männliche Seite gesehen, also die männliche Seite des Briefes. Die Anna hat ja nicht darauf geantwortet. Hat die in einer ähnlichen Form geantwortet oder ist sie eigentlich nur auf das Wohlergehen der Kinder und so eingegangen? Also die, genau, die habe ich jetzt nicht abgedruckt. Die antwortet tatsächlich, die schreibt dann so, ja, den Kindern geht's gut, also genau gerade in die Richtung. Die schreibt dann, sie schickt den Vögel beispielsweise. Ich muss sagen, ich bekomme es gerade nicht mehr ganz zusammen. Es ist aber nicht so wie hier. Also es ist nicht so ganz so extrem wie bei Albrecht. Der Albrecht Achilles ist da wirklich herausragend, was die Wortwahl und die Themen angeht. Also das ist dann, aber Frau Gagnon hat das auch damit beschäftigt. Ich kenne diese Briefe auch. Also die sind auch so, das sind so die Highlights, die man gerne mit den Studierenden bespricht, diese Briefe. Und Anne lässt sich auf diesen Scherz, auf diesen Ton schon ein, weil das wohl auch ihr Mann erwartet, dass man so in so eine Plauderei kommt und dann scherzt man so ein bisschen rum. Aber es ist schon so, dass es ihr als Frau natürlich ansteht, da so etwas zurückhaltender zu sein. Aber das ist schon, also Albrecht Achilles will das auch, dass sie da so ein bisschen drauf eingehen will. Bitte schön. Heutzutage ist der Altersunterschied zwischen Ehepartnern ja relativ gering. Dass da vielleicht so 2, 3, 4, 5 Jahre dazwischen liegen, ist heute normal. In Ausnahme fallen sicherlich auch mal 10, 15, 20 Jahre. Im Mittelalter, wenn der jetzt in 2., 3., 4. Ehe da geheiratet hat, war es da auch normal, dass der zum Beispiel mit seinen 50, 55 Jahren eine 15-Jährige geheiratet hat, sodass der Unterschied 30, 40, 50 Jahre war. Ja, auf jeden Fall. Also das ist was da wirklich auftritt. Es ist dann so, wenn eine sehr junge Frau einen älteren Mann heiratet, ist es ja oft so, dass der dann eher stirbt und dann hat die hat trotzdem noch das Prestige des Ehemannes und kann dann wieder den nächsten jüngeren heiraten. Das setzt sich manchmal so fort. Unterschiede von 10, 20, 30 Jahren, auch mehr, sind dann in der Tat keine Seltenheit. Da ist wirklich die Frage, einige verstehen sich gut, einige dann halt auch weniger. Man muss vielleicht da dann so ein bisschen vielleicht für das Verständnis solcher Verhältnisse
in Betracht ziehen, wenn jetzt ein 60-Jähriger beispielsweise so ein 20-Jähriger heiratet, dann heißt das ja nicht nur, dass da jetzt diese eine Ehefrau an den Hof kommt, sondern die bringt dann immer noch, Sie haben es hier gesehen, die jüngeren Frauen, die bringt dann so eine Gruppe von 20 Damen schätzungsweise mit. Das heißt, der hat dann auch ein bisschen was er, die muss er alle bei Laune halten, das ist auch teuer und so. Aber ganz grundsätzlich, man macht das so. Also das ist Alter spielt da an sich keine Rolle. Es geht tatsächlich darum, dass es dynastisch passt, dass da möglichst dann auch die Kinder bei rumkommen und dann Finanzen und Macht, also die politischen Aspekte, die sind dann wirklich sehr wichtig. Heinrich der Höfe beispielsweise, als der heiratete das zweite Mal, ist er, ich meine, 37 und sie 12. Und das ist dann auch was, wenn man das im Seminar mit Studierenden bespricht, das sorgt für Tuscheleien, sage ich jetzt mal vorsichtig. Das sind aber Dinge, die dann in der Zeit keine Rolle spielen, weil es eben, das Leben spielt auch keine Rolle, deswegen geht es halt rein nach der Politik. Wenn es passt, passt das. Es gibt auch Fälle, wo dann vereinbart wird, in 6 Jahren heiratet die und die Dame dann den und den Herrn, der Herr ist dann schon lange erwachsen. Manchmal wird das auch vom Alter der Dame noch verschoben. Es gibt Fälle, wo dann der Vater schreibt, naja, ich schicke jetzt schon mal die Mitgift, meine Tochter kommt ein Jahr später. Das ist damit dann auch so durchgezogen. Aber in der Regel Heiratsalter ab 14, 15, das ist was, was gängig ist. Gab es da sowas wie professionelle Heiratsvermittler? Und das war eine sehr komplizierte Geschichte, zueinander zu kommen. Wer schickt da an wen? Wer hat den ersten Schritt gemacht, dass der geradezu ein Feld für professionelle Leute, die Verbindung irgendwie knüpfen. Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil man sich eben mal fragen muss, woher wissen die eigentlich, dass es Kinder gibt, woher wissen sie denn da jetzt, was wen hat gerade. Da kann man vermuten, dass es wahrscheinlich so einzelne Zusammenkünfte waren, auf denen man dann da so ein bisschen Austausch hatte. Es gibt beispielsweise Belege dafür, dass wenn es irgendwo eine Friedensverhandlung gibt und manchmal werden dann noch im Rahmen von so einer Verhandlung Eheverträge ausgefertigt, manchmal kurz danach. Da kann man davon ausgehen, wenn sich da verschiedene Fürsten und Grafen wegen eines ganz anderen politischen Falls irgendwo treffen, irgendwas verhandeln, dass dann wahrscheinlich nebenher schon mal geguckt wurde, wer hat einen Sohn, wer hat eine Tochter und dann kam was zustande. Für Friedensverhandlungen, wenn man sich ebenfalls traf, war das oft auch so. Manchmal sogar, ich habe mich das mal gefragt, für einen Fall, wo eine Ehe mit einer schlesischen Herzogstochter angebahnt wurde, da muss es wohl ein Reichstag gewesen sein, wo man zusammenkam, wo dann auch verschiedene Vertreter da waren. Man griff auch grundsätzlich auf Verwandte zurück. Also wenn man beispielsweise einen Bischof hatte, der als Heiratsvermittler dienen konnte, dann nahm man den. Das war in diesem Fall von 1288, Otto der Zweite und Mechthild von Bayern. Da hat er eben geschrieben, er hätte gerne da eine Tochter, wenn möglich, und dann schickt er seinen Onkel los. Der Onkel ist Bischof, der hat offenbar Zeit gerade. Und der reist dann dorthin, kann die Verhandlungen führen, kann das Politische dann in die Wege bringen. Und deswegen, das kann auch ein Grund dafür sein, warum man, wenn man eben als Fürst, der eher so mindermächtig ist, eher so ein bisschen am Rand des Reichsfürstenstandes, am unteren Bereich, nicht so richtig viele Kontakte, ganz weit nach Süden, ganz weit zu den wichtigen Fürsten, dass man dann da eher in der Gegend bleibt. Da kennt man alle, dass man dann da eben die Kontakte dort nutzt, was ja letztlich auch für den Zusammenhalt vor Ort auch dann ganz spannend ist. Aber letztlich, in der Essenz würde ich sagen, das sind schon Kontakte, die man hat, die man dann reaktiviert. Und dabei fällt mir noch ein, wenn es wirklich Ehen gibt, wo Heiratsverbindungen vorhanden sind, die weiter zurückreichen, ist auch die Frage, ob das eventuell instrumentalisiert wird, dass man denkt, naja, wir kannten ja schon mal jemanden von dort, vielleicht fragen wir nochmal nach, das passiert halt auch. Manchmal gerät sowas auch in Vergessenheit und dann merkt das Paar nach der Hochzeit, und so schreibt es wenigstens an den Papst, dass es verwandt ist, aber er dann doch geheiratet hat. Da gibt es auch so Briefe, wo dann drin steht, naja, wir sind ja aber zu nah verwandt, haben wir doch schon geheiratet. Das ist jetzt ärgerlich, können wir da noch was machen? Also solche Fälle gibt es dann eben auch, dass man dann zumindest sagt, man wusste es nicht. Aber ganz grundsätzlich Bekanntschaften, die es schon gibt und dann Ereignisse, wo man sich trifft. Heutzutage ein Hamburger eine Münchnerin zur Ehefrau nimmt, bedeutet das, wenn sie nach Hamburg zieht, dass die ja innerhalb von einer oder zwei Stunden mit dem Flieger in München, der ist, in ihre Familie besuchen kann. Damals, wenn die weiter auseinander lagen, natürlich irgendwo, kann das auch bedeuten oder bedeutet haben, dass die ihre Familien möglicherweise nie wieder sieht. Oder vielleicht alle 10, 15, 20 Jahre überhaupt mal wieder sieht. Ne? Das führt sicherlich auch zu Problemen, vor allem wenn die Ehe auch nicht funktioniert. Sie ist ja komplett abgenabelt von ihrer Familie und kann nicht mal schnell wieder zurück und so weiter. Ja,
Also genau, die wechseln dann halt von dem einen, von einer Familie in die andere eigentlich, ja. Die werden dann Teil der Familie des Mannes. Das ist ein wichtiger Punkt, das wissen wir vor allen Dingen für Spätmittelalter. Da gibt es Briefe, gibt es ganz wichtige, sehr spannende, Barbara Gonzaga beispielsweise, die kommt aus dem Raum Mantua, die heiratet den Grafen Eberhard in Barthe von Württemberg. Und da gibt es dann Briefe, wo die wirklich sehr, sehr lebhaft mit ihrer Verwandtschaft schreibt. Die berichtet dann, wie sie schwanger ist und dass ihr das alles gar nicht mehr so gefällt. Sie wird immer dicker, sowas berichten die dann. Die berichten, dass sie Krankheiten haben. Sie berichten, dass jemand vorbeigekommen sei und der ist dann eine Woche dort. Also es gibt schon gerade für Spätmittelalter, wo wir es besser fassen können. Da haben wir dann auch diesen Bereich, dass halt Leute vorbeikommen, die einfach Besuche machen. Das gibt es dann. Aber da können wir unter Jahre vergehen, klar. Also wenn es überhaupt zu sowas kommt, dann sind das Jahre. Wenn die Dame, gerade wenn das dann in Italien ist, bevor die über die Alpen nochmal kommt zu der Familie, da geht auch noch eine ganz schöne Zeit. Manchmal gibt es da auch Fälle aus so Bayern, Norddeutschland, da ist das ganz wenig. Also die kommen dann nicht mehr zurück. Es gibt auch einen Fall, da hat eine Dame einen Wittelsbacher, also einen bayerischen Herzog, geheiratet aus dem Norden, auch von den Welfen wieder. Der stirbt dann, die heiratet dann einen im Norden, das geht nicht gut und dann zieht sie doch wieder in den Süden. Also man hat dort teilweise auch Fälle, wo es einem dann dort unten noch immer besser gefällt. Aber ganz grundsätzlich, klar, die Kontakte werden irgendwie versucht zu halten, aber das ist über die Distanz dann auch schwierig. Und mit dem Spätmittelalter kommt dann die Briefkultur zumindest als Quelle auch aus. Ja. Bitteschön. Die hatten ja ehemals auch sehr weite Verbindungen. Denn dieser Heinrich II., den Sie da aufgeführt haben, der liegt in Italien, auf Sizilien begraben. Der war ja König und war da unten, hatte da seinen Königssitz. Das ist der Sohn. Heinrich II. Da. Ja. In Palermo, da liegt ein Heinrich II. Ja, es ist so, dass dieser Heinrich, der hat mehrere Kinder und einer von denen, den zieht es erst nach Montferrat. Und dann von dort aus Dienst des französischen Königs, der heiratet dann eine Prinzessin von Mallorca, meine ich. Und dann geht es auf die Apenninhalbinsel Richtung Italien, da heiratet nachher die Königin von Neapel, ist dann tatsächlich auch im Süden dort und der stirbt dann unten. Aber das ist nicht derselbe, das ist der Sohn. Das ist der Sohn? Ja, also der hat, das ist sehr spannend, dieser Heinrich hat eine ganze Reihe von Kindern. Ja. Und aus der ersten Ehe, der eine, die heiraten dann noch so in der Gegend oder werden dort Geistliche und alle anderen, das ist ja die zweite Ehe hier für den, alle anderen, der Großteil wandert in den Mittelmeerraum ab. Da gibt es dann einige, die orientieren sich Richtung Zypern, das ist ein Mann, eine Frau, die heiraten auf Zypern dann auch. Einer wird auch Hauptmann, die eine heiratet später also in die Königsfamilie dort auch rein. Also die suchen sich dann so andere Kanäle, wo sie irgendwie dann ihr Auskommen haben können. Und da zieht es dann eben den einen auch nach Italien. Denn das sind ja beide Verbindungen dann. Denn dieser Heinrich, der hat ja auf Sizilien gelebt. Süditalien, genau, ja. Aber man kann aber bei dem... In Palermo war sein Sitz. Mhm. Da ist auch eine große Burg. Was interessant ist vielleicht noch für diese Frage der Familien, der familiären Verbindung ist, dass bei diesem Beispiel offenbar da auch Zweisprachigkeit eine Rolle spielt. Also da können die Kinder offenbar nach Zypern, weil sie eben dort auch die Sprache dann können, weil sie dann eben auch dort kulturell was mitbekommen haben. Sprache vielleicht, das fällt mir jetzt gerade bei der Frage noch ein, das sind ja auch noch Unterschiede. Wenn also ein Norddeutscher eine bayerische Fürstentochter heiratet, dann ist das sprachlich schon mal schwierig. Genauso wie, also auch eben genauso schwierig, wenn die Dame aus Montferrat kommt oder wenn die beispielsweise von Heinrich dem Löwen die Ehefrau eine englische Königstochter ist. Da ist immer die Frage, wie unterhalten die sich eigentlich, teilweise dann auch auf Französisch, was jeweils welcher kennt. Und das ist auch ein Punkt, der jetzt, den musste ich jetzt ausklammern, der aber auch Kulturtransfer beispielsweise behandelt. Also wenn eben die Ehefrau Dinge aus ihrer Heimat mitbringt, manchmal etablieren sich dann bestimmte Liedformen oder bestimmte Formen zu schreiben, Chroniken oder ähnliches abzufassen. In der frühen Neuzeit können wir das noch viel stärker greifen, dass es sowas eben auch gegeben hat. Ja, darauf brachte mich Ihre Frage gerade. Also Italien ist dann da auch sehr wichtig. Denn das ist ein weiter Weg bis dort, eine Runde für die. Wir sind auch mehrere Monate unterwegs dann, genau. Es scheint keine weiteren Fragen von Ihrer Seite zu geben. Denn Ihnen ist ja jetzt auch sehr Gehaltvolles geboten worden. Also ganz herzlichen Dank nochmal an dich, Friederike, für den sehr schönen Vortrag.
bleibt mir abschließend noch auf den nächsten Vortrag hinzuweisen, nämlich am Mittwoch, den 20. Februar, wieder um 19 Uhr zur gewohnten Uhrzeit. Dann begrüßen wir Christian Peplo aus Greifswald und der wird dann sprechen über Störtebeker und die Vitalienbrüder, Phantome der Ostsee zwischen Kiel und Visby. Ich hoffe, Sie sind alle wieder mit an Bord. Das passt sogar in diesem Fall gut als Bild. Ich wünsche Ihnen einen schönen Herr Busch, wollen Sie noch was sagen? Sie machen das gut. Weiter. Kommen Sie gut nach Hause. Sie haben es vielleicht mehr oder weiter. Aber auf jeden Fall eine gute Zeit bis zum nächsten Mal.